Meine Schiffe waren effektvoll genug und kräftig genug, um richtig schön reinzuhauen. Wir haben aber keine Möglichkeit, einen Reparaturkran hier zu bauen, muss ich mal sagen. Weil der die ganze Hafenanlage ist, glaube ich, nur auf der anderen Seite. Wobei, wartet mal, hier gibt es ihn auch. Und er will gar nichts. Er braucht nur einen Hafen und Stein. Geht sogar. Ich werde Ihre Taten nicht vergessen. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir haben es. Ein Schiff erster Klasse. Ja, das andere Schiff kommt auch noch ran. So. Dann parkt euch mal. So wie es sein soll. Und dann sollen wir ein Obrero-Haus bauen und 600 Leuten. Wir haben die ganze Nacht gesungen. Schutz geben. Also 600. Boah, 600. Und ein Hospital sollen wir ja auch noch bauen. Warte mal. Ein Hospital. Haben wir noch gar nicht. Ist also die nächste Entwicklungsstufe. Gut, wenn es die nächste Entwicklungsstufe ist, schaue ich mal, dass ich die hinkriege. Steuerung. Versag bitte nicht. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Was? Boxkampfarena. Freiwilliges Boxen, ja? Aha. Wir helfen Ihnen, etwas Besseres aufzubauen. Ja. Na gut, also kurzum, eine Insel bitte mal vollpflastern. 600 Leute. Oh. Okay, auch hier, bauen Sie bitte ein sich ein bisschen tot. Hat eine Siedlung errichtet. Okay. Ich wollte übrigens mal eine Kleinigkeit gucken. Ob wir gerade hier sind. Kann man nicht Marktanteile kaufen von Leuten? Hier, Inselinformationen. Inselinformationen können nur für Inseln angezeigt werden, die ihnen gehören. Ach, schade. Einfluss? Zeitung, Aufgabenbuch, Diplomatie. Ich weiß, dass das ging. Man konnte Inselanteile kaufen. Läuft das unter der Diplomatie? Da läuft's nicht. Warte mal. Da war noch was. Achso, nee, das ist die normale Info. Okay, das ist es schon mal nicht. Routen kann es auch nicht sein. Statistik? Ist es ebenfalls nicht, weil das ist wirklich nur die reine Statistik. Ach, guck mal, hier können wir auch in diesem Menü sehen, was gleich bleibt, was zunimmt, was abnimmt und so. Auch sehr schön. Ja, aber das ist wirklich die reine Statistik. Inselanteile, da können wir es. So, Inselanteile. Wie sieht es denn hier aus? Maximal möglicher Gewinn 113. 293. Das ist ja viel schöner. Das nicht. Die Tante hier. 557. Wie sieht es denn aus? Verkaufst du mir was von deiner Insel? Sind Sie sicher? Der Marktpreis steigt immer mehr. Was ist mit dir? Wie teuer bist du? 40.000. Gefällt mir eigentlich besser. Man kriegt Einfluss. Die Kaiserin wird enttäuscht sein, dass ich Boden verloren habe. Oh, hast du nicht. Wir investieren. Das müsste nämlich, ganz ehrlich, das müsste nämlich richtig schön viel Kohle geben, theoretisch. Bei ihr 90.000. Aber müsste Geld bringen.
probier's mal. Dieses Spiel willst du also spielen. Okay. So, das müsste jetzt die Bilanz hochbringen. So ein bisschen. Das ist nämlich der Witz, wie man eine relativ gute Bilanzstatistik hinkriegt, indem man einfach Anteile von anderen kauft und dann sich dafür bezahlen lässt, sozusagen. Also Marktanteile hat. Gut. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Also, jetzt können wir Lehm herstellen. 150 der höheren Stufe. Gut. Wenn das so ist. 150 der höheren Stufe. Ich lasse mal hier das Zentrum befördern. Denke ich. Ja. Dieser Ort ist voller Energie. Tortillas wollen sie auch noch haben. Ach, diese Leute, die sind ja alle so... Essensgierig. Ich war gerade überrascht. Rinderfarm gibt es jetzt hier auch. Und Mais. Gut, Mais wird sogar auf dieser Insel angebaut. Da haben wir ja Glück, dass wir auch hier Mais anbauen können. Ganzen Plantagen baue ich irgendwie hier hinten hin, ne? Nochmal drüber schauen? Ja, bitte mal. Erstmal kurz über die Zeitung gucken. Das gefällt mir nicht. Katastrophale Explosion. Eine Explosion hat das industrielle Herz von Sorals Insel gesprengt. Einem gewaltigen Knall folgte weiträumige Zerstörung, nachdem in einer Fabrik ein verheerender Fehler auftrat, der auf mangelnde Vorsicht zurückzuführen ist. Dann, Allianz strategisch aufgelöst. Die Entscheidung muss nicht heißen, dass sich unsere Beziehungen verschlechtern, lautet die offizielle Stellungnahme zur Auflösung unserer Allianz mit Willi Wibbelsock. Und dass zukünftig keine neue Allianz möglich wäre. Wir müssen mit Willi reden. Konkurrent besiedelt Insel. Ein neuer Konkurrent hat Berichten zufolge eine neue Insel in der Region besiedelt. Ob dies unser eigenes Unternehmen anspornen wird, lässt sich nur schwer einschätzen, aber zumindest mag es uns als Erinnerung an den Kampf um Ressourcen dienen, der unserem Volk bevorsteht. Das hier hinten, die Zufriedenheit, dass die sinkt, das gefällt mir nicht. Können wir da was anderes machen? Hypnose beeinflusst die Zufriedenheit ihrer Bevölkerung. Ich finde eigentlich, das finde ich gut. Komm, hier. Ja, die wählen wir aus. Manchmal vergessen die Leute, wie gut es ihnen geht. Genau. Wie glücklich sie wirklich sind. Schwingen sie ein Pendel vor ihren Augen hin und her und wiederholen sie, ich bin zufrieden. Sie werden sofort eine positive Veränderung bemerken. Ansonsten machen sie weiter, bis dies der Fall ist. Ja, das machen wir. Das hilft zwar nicht, aber egal. Ist diese Last das Gefühl der Schande? Ja, nee, Propaganda ist das nicht. Das sind gesteuerte Medien, die wir machen, meine liebe Kollegin da oben. Das kriegen wir schon hin. So, aber ganz ehrlich, wir wollten mit Willi reden. Warte mal, wo ist denn hier meine Diplomatie? Diplomatie, die nicht funktioniert. Das ist ja das Ärgerliche dran. Da unten, ich will zu Willi. Wie komme ich zu ihm? Das ist er nicht, das ist sie. Das ist er, das ist sie. Jetzt war ich gerade bei Willi und irgendwie... Oh Mann, die Diplomatie hier. Allianz aufkündigen? Wieso? Das ist doch alles noch da. Du hast dich ganz schön gemacht. Wir haben eine Allianz. Den Nicht-Angriffspakt, den musste ich nur erneuern. Aber der Rest ist doch noch da. Was ist mit dir? Auch da kriegen wir den Nicht-Angriffspakt hin. Sie machen es mir leicht. Ja. Hier, Waffenstillstand, Handelsrecht und so weiter geht alles nicht. Was ist mit dir? Unmöglich. Unmöglich. Okay, der ist ein Problem. Und du? Ist auch ein Problem, okay. Aber beide sind noch friedlich. Na gut. So, auf jeden Fall, das müsste funktionieren. Ich kann ja noch ganz spaßigerweise hier, warte mal, wo war's denn? Hier, Inselanteile in der alten Welt.
Wo ist denn Willi? Willi, 1000 noch ein bisschen hier. Da ist die Hauptinsel von Willi. Oh, der will aber viel Kohle haben für seine Insel. Kann ich ja sogar verstehen. Ah, wir haben zu wenig Geld. Wir haben momentan zu wenig Geld. Dann machen wir was anderes. Willi, ich würde mal gerne bei dir noch einen Inselanteil kaufen. Hast du in der neuen Welt vielleicht was Billiges? So, spottbillig anzubieten? Sie spielen schon seit 6 Stunden. Nein, das tue ich nicht. Ah, guck mal hier, Willi. Imperium auch einen Moment ohne sie auskommt? Du bist nicht ganz so billig, aber trotzdem. Gib's schon zu. Die Insel ist eine echte Goldgrube, oder? Ja, ist sie. Und jetzt habe ich kein Geld mehr, ich weiß. Ja, aber wir haben eine 2000er Bilanz. Knapp eine 2000er Bilanz. Was ist denn jetzt los? Ich höre dramatische Musik, aber es brennt. Es brennt. So, volle Lager. Dann haben wir hier was zu verkaufen. Wir könnten mal anfangen, hier auch was zu verkaufen. Wartet mal. Also erstens dich da. Nein, bist im falschen Menü. So. Verkauf mal. So, das Lagerhaus ist noch nicht so hoch. Deswegen machen wir mal 50. Hier. Machen wir auch 50. Kann ja nicht schaden. Na komm. So. Das haben wir. Fischöl nimmt auch zu. Kann ich also auch auf Dauer ein bisschen verkaufen. So, die Bananen nehmen zu. Dann können wir auch dich verkaufen. So. Die gebackene Banane. Ist ja alles hier ganz viel, was wir haben. So. Der bleibt stabil, der Rum nimmt ab, weil der immer auf die andere Insel geht. Deswegen lassen wir das mal. Die Ponchos, die nehmen zu, deswegen da können wir auch verkaufen. So. Und haben wir noch eine Ware, die irgendwas anzeigt? Ich glaube nicht. Kanonen. Wir haben hier Kanonen. Gut, die lassen wir mal. Was falsch gelaufen ist, ist das hier. Ich hole mal die Ziegel von hier auf die andere Insel. Na, während wir hier jetzt ein bisschen Geld scheffeln, mache ich das mal ganz kurz. Bisschen Ausbau würde ich noch gerne betreiben. Wartet mal. Kann man... Das ist irgendwie doof. Das passt ja gar nicht. Wie immer. Na gut, dann machen wir mal hier den Ausbau. Zack, zack, zack. Ja gut, da geht dann die... Straße nicht rum. Da baut das System ja auch eine interessante Variante. Okay, dann bauen wir die Straße per Hand. Gut, so und hier vielleicht noch zwei. Ich hoffe, dass das reicht mit den Wegen, die wir so haben bezüglich Wegsfeuerwehr und Schule und was weiß ich alles. Gucken wir mal, Polizeirevier. Na gut, es müsste aber reichen. Es müsste gehen. So, das ist das. Dann gehen wir kurz zu meiner anderen Siedlung hier oben. Schiff. Wir wollen ganz gerne... Baumaterialien, das da will ich ganz gerne von der Insel hier runter haben und in die andere Insel packen. Yep. An die Segel und Brassen. Du holst, ach so. Das ist gar nicht meiner, das ist der andere. Alles gut. Kurz mal was gucken. Ich scroll mal kurz raus.
in die Übersichtskarte von beiden Welten. Oh, ich sehe gar nicht mein anderes Schiff, was hier immer hin und her fährt. Also muss das gerade irgendwo sein. Na gut, ab in die neue Welt. Das wollte ich gerade mal gucken. Normalerweise sieht man da, wenn Schiffe hin und her fahren. Aber das ist ja nur ein kleiner Schoner, der da bisher relevant ist. So. Okay, das haben wir schon mal gemacht. Auf Kurs halten! Das Schiff kann ich mal parken. Dann werden wir mal doch noch ein paar Häuser befördern lassen. Überlege. Ich mache mal noch nicht alle komplett hier. Das habe ich mir gedacht. Das passt nicht. Aber hier müssten noch Leute einziehen, wie ich sehe. Deswegen, das reicht. Okay. Gut, denn ich würde ganz gerne hier oben versuchen, die Lehmgrube zu erschließen. Und diese Lehmgrube, ach, die hat daneben gleich Öl. Das ist ja dann auch dämlich. Von wie bauen wir das? Ich probier's mal. Ich weiß, mir fehlen wieder Leute. Ich hab's gesehen, dass mir Leute fehlen. Jo, warum denn auch nicht? So, 40 Leute fehlen. 40, die müssten jetzt hier aber noch einziehen, langsam aber sicher, oder? Nee, ziehen sie nicht mehr ein. Übrigens ist das die höchste Entwicklungsstufe, wie wir sehen. Man kann nicht weiter. Also es gibt sozusagen in der neuen Welt nur zwei Entwicklungsstufen. Was ich schade fand, weil die neue Welt fand ich von der Optik und vom Spielgefühl her eigentlich ganz schön. Gebe ich zu. Na gut, wenn das da nicht weitergeht. Die Polizei. Irgendwie die Polizei gefällt mir nicht, dass die da oben ist. Kann ich die... Ich muss mal kurz gucken, ob ich die umbauen kann. Man könnte sie hier anstelle des einen Hauses bauen. Oder nicht? Muss mal kurz gucken, ob das stimmt. Doch, das geht. Ist alles blau angezeigt. Das müsste gehen. Wenn ich die drehe, geht es nicht, oder? Krieg aber keine Straße hin. Ja. Wir würden keine Straße hinkriegen. Es wäre aber nicht weiter schlimm, denke ich. Pass mal auf. Wir machen das mal. Wir nehmen das hier mal weg. Wir nehmen die Straße mal weg. Ich glaube, wir nehmen auch diesen Anschluss hier nochmal weg. Kriegen gleich einen neuen Anschluss. Wartet. Kein Anschluss unter dieser Nummer, wenn ich das mal so sagen darf. Wir nehmen... Achso, wir nehmen die mal weg an der Stelle. Drehen die um. Okay. Jetzt gucke ich mal, ob ich dahinter nochmal ein Haus bauen kann. Was geht? Und dann... Ja, das geht nicht. Das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht geht. Das geht. Und dann kann ich da oben noch den einen Zipfel von der Straße wegnehmen. Dann haben wir's. Okay. Genau, so. So, super. Dann könnte ich theoretisch, weil das müsste dann auch funktionieren, noch das ein oder andere Haus befördern. Wie zum Beispiel die Bienen. So. Und hier fehlen ja noch Leute, die einziehen, was gerade passiert. Und dann passt das. Dann haben wir wieder genau passend die Vollbeschäftigung, gerade mit 0-0. Niemand weiß nicht, was er tun soll. Das ist sehr, sehr gut, mehr oder weniger. Jetzt ist ein Bauer wieder übrig, aber gut, wenn einer krank wird, ne? Das passt hier alle schon. So.
Wenn's José in den Kram passt, bin ich auch zufrieden. Joa. Das sieht ganz gut aus. 200 Leute haben wir gerade. Ist natürlich wesentlich kleiner als das, was erwartet ist. Ein Krankenhaus wollen die haben. Das ist noch nicht freigeschaltet, oder? Rathaus, Boxkampf. Guck gerade, wo das Krankenhaus ist. Bauen sie ein Hospital. Hospital. Ich sehe es noch nicht. Ist also noch nicht freigeschaltet. Kommt wahrscheinlich noch. Abwarten. Abwarten. Und ein bisschen Tee trinken, so in der Richtung. So, hier oben läuft ja jetzt die Ziegel. Oh, kein Lagerhaus in der Nähe. Ich wollte gerade sagen, da läuft die Produktion, aber leider läuft sie doch noch nicht, weil nämlich das Lagerhaus fehlt. Das Lagerhaus, was wir jetzt an eine halbwegs strategische Stelle bauen können. Baue es mal hier. Ich weiß noch nicht, was mich nachher erwartet, was die Ölproduktion und so weiter angeht, aber im Prinzip, ich baue es mal hier hin. Ja, dann geht dahinter nichts zu bauen und so weiter. Das passt dann schon. Gut, also Straßen laufen. Wenn die Straßen laufen, können wir nämlich hier mal Straßen legen, denke ich. So, wir haben gleich wieder keine Straßen. Ja, das ist mir schon klar. Zack. So, oder beziehungsweise keine Steine. Was haben wir? Das ist hoffentlich alles jetzt einbetoniert.